Ja, guten Morgen und herzlich willkommen heute zu unserem Live-Webinar mit dem Thema UDP 7 und heute mit dem speziellen Fokus auf die Wiederherstellungstests. Mein Name ist Dennis Rotsch, ich bin bei AXOF hier als Pre-Sales-Consultant tätig und wird Sie heute durch dieses Live-Webinar begleiten. Sie sind wie immer alle auf Stumm geschalten, das heißt, sollten Sie irgendwelche Fragen haben, können Sie das gerne in dem GoToWebinar-Tool stellen und ich würde anschließend versuchen, dann Ihre Fragen zu beantworten. Sowie habe ich Ihnen ein paar Handouts zur Verfügung gestellt, unter anderem auch die Slides, die Sie heute sehen, können sich aus dem GoToWebinar-Tool herunterladen, als auch wird die Session wie immer aufgezeichnet und Ihnen ein, zwei Tage später als On-Demand-Videolink zur Verfügung gestellt, so sich das jederzeit auch die Aufzeichnung immer nochmal anschauen können. Ja, ich habe heute das Thema mal rausgesucht. Wir haben diese Wiederherstellungstests ja schon seit vielen Jahren in unserer UDP-Lösung integriert. Und mir ist aber aufgefallen, viele haben die Lizenzen bereits im Einsatz dazu, aber haben es gar nicht in Verwendung. Deswegen habe ich heute mal die Gelegenheit, möchte ich die mal nutzen, um Ihnen das Thema so ein bisschen näher mal zu bringen und Ihnen auch ja, ein bisschen so die Möglichkeiten zu zeigen, wie kann Ihnen oder wo kann Ihnen diese Technologie an dieser Stelle denn da weiterhelfen. Ja? Und dann schauen wir mal, ich habe heute eine relativ kurze Präsentation und eine Live-Demo dann für Sie, wo ich Ihnen auch die Konfiguration gerne mal zeigen möchte und auch so ein paar Tipps und Tricks geben möchte, worauf man dann achten sollte bei der Konfiguration letztendlich dann halt. Ja. Aber wie immer zum Anfang ein, zwei Worte noch zu uns, zu Arxof selbst. Das heißt, wir als Arxof sind ein weltweites Unternehmen und bei Arxof geht es seit, ja, Mitte der 80er Jahre eigentlich um das Thema Daten zu beschützen, Systeme verfügbar zu halten. Und wir möchten Ihnen letztendlich eine ja, All-in-One-Backup- und Disaster-Recovery-Lösung zur Verfügung stellen, der Ihnen ja, Datenzugriff über alle drei Plattformen gewährleisten kann. Also sprich Disk-Speicher, Tape-Speicher als auch Cloud-Speicher. Wie Sie viele ja wissen, wir sind eine 100-prozentige Channel-Organisation. Das heißt, wir vertreiben nicht direkt, sondern immer ausschließlich über den Channel. Und arbeiten natürlich weltweit auch mit führenden Technologieunternehmen zusammen, denn so eine Backup-Lösung und Disaster-Recovery-Lösung lebt letztendlich natürlich auch von seinen Integrationen in andere Systeme. Gut, soweit zu uns und ja, jetzt einfach mal zu dem Thema ja, automatische Wiederherstellungstests. Warum überhaupt automatisch? Und ganz eigentlich auch einfach aus diesem Grund, weil wenn man noch, ich sag mal so, vielleicht 10 Server hat oder 10 VMs vielleicht, dann kann man seine Wiederherstellungstests vielleicht noch mal hin und wieder manuell durchführen. Aber alle die Unternehmen, die mehrere Systeme hat, das bringt halt einen gewissen Aufwand mit sich, das Ganze manuell zu machen. Weil muss sich jemand vor die Konsole setzen, die Restores durchführen. Ja, das geht auch mit Instant VM Recovery mittlerweile viel schneller, als dass man vielleicht früher noch komplette Maschinen halt recovern musste, um das zu testen. Das stimmt, aber letztendlich muss immer jemand noch vor der Konsole sitzen und dann dort diese Konsole bedienen und halt klicken halt. Ja? Und wenn man mehrere virtuelle Maschinen im Einsatz hat, und das ist ja bei den meisten mittlerweile so, dass durch die Virtualisierung werden die Systeme mehr segmentiert. Das heißt, ein Betriebssystem übernimmt zum Teil vielleicht nur noch eine Aufgabe, hat man ja in den heutigen Infrastrukturen zum Teil einfach auch eine Vielzahl an virtuellen Maschinen. Und diese halt manuell zu testen, bringt halt einen gewissen Aufwand mit sich. Und da kann halt dieser Da können automatisierte Wiederherstellungstests ganz einfach Ihnen Arbeit abnehmen. Das Ganze nennt sich bei Arxof UDP Assured Recovery Tests. Und das möchte ich Ihnen heute so ein bisschen mal näher bringen, was man damit machen kann und welche Möglichkeiten das letztendlich mit sich bringt. Hier auf diesem Bild kann man auf der rechten Seite, was so eingezeichnet ist, so ein bisschen sehen, wie der Workflow dann abläuft. Das heißt, ich habe auf der linken Seite zum einen Teil physikalische, virtuelle Systeme. Ich habe irgendwo meinen Recovery Point Server und ich brauche irgendwo auf der Gegenstelle einen Hypervisor. Das heißt also, es gibt zweierlei Möglichkeiten, um diese ja, automatisierten Wiederherstellungstests durchzuführen. Auf der einen Seite können wir hergehen und automatisiert eine Instant VM erstellen und diese auf einem Hypervisor anbooten und somit dann einen Wiederherstellungstest dann durchführen. Und die zweite Variante ist, wir können ein Server-Image als ja, virtuelle Festplatte in den Backup-Server beispielsweise einmounten und diese Festplatte sozusagen überprüfen, ob alle Datenblöcke von der auch lesbar sind dann halt. Das sind so diese beiden Varianten, die wir hier unterstützen. Und letztendlich läuft das dann vom
vom Workflow her so ab. Man konfiguriert es in den Backup-Plänen und fügt diese Tasks hinzu. Die können ja täglich laufen, die können einmal am Wochenende laufen oder einmal im Monat laufen beispielsweise. Und je nachdem habe ich dann die Möglichkeit, dann zu entscheiden und zu sagen, okay, was soll damit passieren? Möchte ich gerne meine Systeme, möchte ich das gesamte System auf Wiederherstellbarkeit prüfen? Das heißt also, ich möchte eine Instant VM booten. Das setzt natürlich voraus, dass man gewisse Hypervisor-Ressourcen irgendwo verfügbar hat, ja, um dieses dann auch durchzuführen. Habe ich diese Hypervisor-Ressourcen vielleicht nicht zur Verfügung, kann ich immer noch hergehen und eine Instant Virtual Disk beispielsweise ja, in meinen Backup-Server mounten und dann ein Checklist darüber laufen lassen. Das setzt natürlich dann keine Hypervisor-Rechenzeit oder ähnliches dann halt voraus. Und ja, das Schöne an diesen automatisierten Wiederherstellungstests sind einfach die, wie der Name schon sagt, es läuft ja, automatisch in der Nacht oder am Wochenende, wann Sie das möchten. Und Sie können das Ganze auch mit SLAs verbinden. Und das werde ich Ihnen nachher gleich auch noch in der Live-Demo zeigen. Das heißt, Sie können Ihre eigenen SLAs definieren und dann sozusagen Kategorien dann in UDP hinterlegen und sagen, okay, ich habe jetzt hier vielleicht SLAs für meine wichtigen Server und SLAs für meine weniger wichtigen Server dann halt. Ja. Wer diese ganzen Schutt-Recovery-Tests gerne benutzen möchte, der braucht eine UDP Premium Edition, ja, weil diese Funktionalität ist nur in UDP Premium inkludiert. Und das heißt also, Sie brauchen für jedes System, was Sie gerne auf Wiederherstellbarkeit überprüfen möchten, brauchen Sie an der Quelle natürlich dann diese UDP Premium Lizenz. Das reicht nicht, wenn der Backup-Server nur diese Premium Lizenz hat, sondern alle Ihre Quellen, also sagen wir so, wie Sie haben jetzt vielleicht drei Hypervisor, zwei Sockel, dann brauchen Sie halt sechs UDP Premium Sockellizenzen beispielsweise oder Managed Capacity Lizenzen, um das Ganze dann so durchführen zu können. Gut, soweit. Es gibt noch ein paar Voraussetzungen. Da gehen wir mal eben kurz drüber. Das heißt, Sie brauchen auf jeden Fall, muss die UDP-Konsole installiert sein. Das heißt also, rein der UDP-Agent auf einem System reicht, auf dem Backup-Server würde jetzt nicht ausreichen, um das durchzuführen. Das ist, sehe ich aber nur so bei ganz kleinen Kunden, die vielleicht auch nur einen Server haben, wo auch der Agent oder der Backup-Server gleich vielleicht auch der File-Server ist. Ansonsten, Sie brauchen auf jeden Fall einen Backup-Server, wo die UDP-Konsole drauf installiert ist. Der UDP-Recovery-Point-Server-Dienst muss installiert sein. Und Sie brauchen auch einen RPS-Data-Store, der entweder mit Deduplizierung oder ohne Deduplizierung arbeitet. Das spielt dann dabei keine Rolle. Das ist eine weitere Voraussetzung. Das heißt also, wir bieten ja zum Beispiel auch an, dass Sie einfach in einen UNC-Pfad Ihre Daten reinsichern können. Das würde dann damit nicht gehen, ne? Das heißt also, Voraussetzung ist, Sie müssen einen RPS-Data Store betreiben, um diese Wiederherstellungstests durchführen zu können. Und Sie brauchen natürlich einen gültigen Wiederherstellungspunkt, um das Ganze ja, durchführen zu können. Das heißt also, was meine ich mit einem gültigen Wiederherstellungspunkt? Wir unterstützen ja zum Beispiel auch die Sicherung von einzelnen Laufwerken halt, ja. Und das setzt natürlich voraus, dass Sie das komplette Server-Image dann halt sichern, also die komplette VM oder auch den kompletten physikalischen Server, um das machen zu können, ne? Also das heißt Laufwerk C, das Boot-Volume, Start-Volume und so weiter, das muss damit alles mitgesichert sein, weil sonst können wir natürlich logischerweise im Nachgang dann auch keine Maschine davon booten. Ja, das Betriebssystem sollte Windows Server 2008 in der R2 in der 64-Bit-Version oder höher sein. Ich denke, das sollte heutzutage auch kein Problem sein. Das gilt hier für den Backup-Server natürlich, ne? Und für die Sicherungspläne UNC-Pfad-Sicherung und Office 365-Sicherung setzen wir einen Windows Server 2012 voraus. Und das sollte eigentlich auch immer eine 64-Bit-Version an dieser Stelle dann sein. Gut, soweit. Zu den Voraussetzungen. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal an, wie man das einstellt. Und dazu teile ich Ihnen jetzt meine Vorführumgebung. So, das müsste man jetzt sehen können. Und ja, bevor wir jetzt diese Assured Recovery Tests einrichten, gucken wir uns erstmal die SLA-Profile an, weil
Die sind ganz interessant und diese SLA-Profile, das spiegelt sich auch hier in diesem Diagramm, was Sie auf diesem Dashboard hier unten immer sehen, dann halt wieder. Das sind diese Recovery Time Objectives und das kann man hier einstellen, wenn man in die Ressourcen geht und ganz unten finden Sie diese SLA-Profile. Und ich habe das schon mal gemacht. Bei mir gibt es das, ja, Bronze, Silber und Gold ganz einfach. Man kann hier oben raufgehen und sagen, ich möchte ein SLA-Profil erstellen. Wenn man möchte, kann man sagen, okay, ich habe jetzt hier noch Platin vielleicht, ja. Und dann kann man ihn mitgeben und diese Assured Recovery Tests würde er dann sozusagen diese Wiederherstellbarkeit oder die Wiederherstellbarzeit sozusagen dann messen. Aber es macht auch Sinn, das vielleicht für andere Prozesse dann einfach einzustellen. Und immer dann, wenn Sie in Ihrem System oder in UDP mal was weiß ich, eine virtuelle Maschine wiederherstellen oder ein Instant VM Recovery, File Level Restore, Bare Metal Recovery durchführen, da misst UDP immer diese Zeit und speichert das entsprechend in die Logs drin. Und so haben Sie dann, kriegen Sie dann Feedback daraus, wie lange braucht denn sowas ungefähr dann halt. Und das kann man hier einstellen und kann man sagen, okay, ich gebe dem jetzt vielleicht, was weiß ich, bei Platin, also 5 Minuten, bei Virtual Machine Recovery, sage ich mal, gebe ich ihm mal 15 und so weiter. So kann man das dann einstellen. Wie lange sowas dann dauern sollte oder darf, sagen wir mal so. Und dann können Sie hier unten ganz einfach Ihre Maschinen zuordnen und sagen, ich möchte jetzt beispielsweise diese Maschine hier, die gehört jetzt in diesem Platinbereich dann halt rein. Und so kann man das dann entsprechend zuordnen. Ja, also ich habe das so mal nach dieser Struktur hier einfach eingerichtet. Das macht Sinn. Das ist wie gesagt aber kein Muss, ne? Das müssen Sie nicht einrichten, um Wiederherstellungstests durchführen zu können. Aber es ist relativ einfach und schnell gemacht und gibt Ihnen ja so eine schöne Übersicht darüber oder ein Feedback darüber, wie lange dauern dann überhaupt Wiederherstellungstests. Gut, und jetzt beginnen wir vielleicht mal. Ich hatte es ja eingangs gesagt, es gibt die Möglichkeit, Instant VM Recovery zu machen und Virtual Disks Recovery zu machen. Und wir starten jetzt vielleicht einfach mal mit der Instant VM Recovery und da gehe ich mal in meinen VMware Backup Plan rein und füge hier auf der linken Seite einfach einen weiteren Task hinzu. Und dann kann man hier sagen, Assured Recovery Test soll er dann durchführen. Und dann haben Sie hier die Möglichkeit zu sagen, welchen Assured Recovery oder wann soll er das Ganze dann halt machen? Ja, bei mir taucht jetzt hier nur Daily Incremental auf oder letzter Recovery Point dann halt. Das liegt einfach daran, dass ich hier oben in meinem Backup-Plan im Schedule auch nur tägliche tägliche Backups sozusagen durchführe. Wenn ich vielleicht auch Wiederherstellungstests einmal am Wochenende durchführen möchte, dann macht das Sinn, dass ich ihm dann hier mitgebe und sage, okay, mach mir bitte eine Samstagssicherung. Ja, und dann habe ich, wenn ich in den Assured Recovery Test dann reingehe, habe ich dann hier auch die Möglichkeit, jetzt auf die Wochenendesicherung dann halt auch drauf zuzugreifen. Ja. Und Sie können hier oben auch noch die Quelle auswählen, von wo er diesen Wiederherstellungstest durchführen möchte. Das heißt also, haben Sie zwei Backup-Server und Sie replizieren die Daten von einem Server auf den anderen, dann werden Sie in der Liste hier auch zwei Menüpunkte sehen, wo Sie sagen können, ich möchte diesen Assured Recovery Test von meinem Backup-Server 1 oder von meinem Backup-Server 2 dann sozusagen starten. Ja? Das heißt also vielleicht nochmal kurz zur Erklärung. Instant VM Recovery bedeutet ja Folgendes: Die Maschine wird ja nicht auf ihren Hypervisor drauf kopiert, sondern die wird aus dem Backup-Datenspeicher gelesen. Ja? Und wir benutzen nur den Arbeitsspeicher und den Prozessor dann von dem jeweiligen Hypervisor, um diesen dann zu starten. Gut, so in meinem Beispiel heute einfach mal: Ich nehme einfach mal den letzten Recovery Point, den soll er dann hier mal testen. Und dann kann ich hier in den Test-Settings entsprechend konfigurieren, ob ich jetzt eine Instant Virtual Machine erstellen möchte oder eine Instant Virtual Dist. Wir nehmen jetzt mal die Instant Virtual Machine und geben als Ziel, unterstützen wir Hypervisor von vSphere, Hyper-V und Nutanix AV. Ich habe jetzt bei mir mal ein vSphere-System laufen, um Ihnen das Ganze heute mal zu zeigen. Wenn Sie das erste Mal machen, sind die Select-Boxen hier natürlich noch nicht gefüllt. Da müssen Sie dann einmal Ihren vCenter oder Ihren ESX-Host dann hier einmal dann hinzufügen.
So, wenn Sie draufklicken, dann versucht, wird das mit diesem Loading, dann versucht er das System dann auszulesen und Sie können ihm dann hier auch mitgeben, auf welchem Speicherbereich vom ESX-Server der das Ganze dann entsprechend dann temporär ablegen soll. Sowie können Sie hier die Proxy-Server dann hinterlegen, von wem das Ganze aus dann gestartet werden soll. Das heißt ganz einfach, wenn Sie jetzt nur einen Backup-Server haben, dann macht es meistens Sinn, dann auch den Backup-Server selbst als Proxy zu verwenden. Das heißt, der Agent hier unten, der auf meinem Backup-Server hier läuft, der Manager heißt, der übernimmt sozusagen diesen ganzen Transport und die Kommunikation dann zu dem Hypervisor. Und ja, wenn Sie das für Linux-Systeme machen möchten, dann müssen Sie sich auf jeden Fall auch den ArcSurf UDP Linux Backup Server mit installieren. Ich habe das Ganze bei mir hier auf einem kleinen CentOS-System installiert. Ich sehe das hin und wieder mal, viele Kunden haben das zum Teil noch gar nicht im Einsatz, weil sie zum Teil auch nur virtuelle Maschinen haben und sie können ja dann auch Linux-Maschinen agentenlos sichern, ohne dass sie einen Linux Backup Server irgendwo betreiben dann halt. Ne? Das geht ja. Allerdings, wenn Sie Wiederherstellungstests durchführen möchten, oder Instant VM Recovery für Linux machen möchten oder auch Granular File Restore für Linux machen möchten, dann brauchen Sie diesen Linux Backup Server auf jeden Fall. Das kann eine virtuelle Maschine sein, kann auch ein physikalischer Server sein, das spielt keine Rolle, aber der ist sozusagen dann Voraussetzung dafür, damit Sie dann diese Linux Wiederherstellungstests machen können. Des Weiteren ist es auch empfehlenswert, dass Sie einen DHCP Server im Netzwerk haben, damit die Maschine, die wir dann anbooten, eine IP-Adresse zugewiesen bekommt, um dann, damit wir die später auf Erreichbarkeit dann überprüfen können. Ja. In diesen VM-Settings hier machen wir Folgendes, damit es keine Namenskonflikte gibt, vielleicht auf Ihrem vCenter oder das machen wir auch bei Hyper-V oder Nutanix so, setzen wir mal dieses Suffix davor, ne? Also UDP für unseren Namen und dann AR steht für diesen Assured Recovery Test und dahinter setzen wir dann den jeweiligen Servernamen dann ganz einfach dahinter. So, und dann müssen Sie hier immer einen sogenannten VM-Files-Folder angeben und das ist einfach ein, ich sag mal so, einfach ein Cache-Verzeichnis, wo er dann für den Assured Recovery Test dann seine ja, temporären Dateien, sage ich jetzt mal ganz einfach, dann halt reinschreibt. So, wie können Sie hier dann die Ressourcenzuordnung machen? Und hier jetzt aufgepasst Folgendes. Wenn Sie die CPUs zuweisen, das ist noch relativ unkritisch. Allerdings bei dem Arbeitsspeicher ist es so, wenn Sie mehrere Maschinen in Ihrem Plan drin haben, dann wird sozusagen jeder Maschine die Anzahl an Gigabyte an RAM, die Sie hier zuweisen, sozusagen zugeordnet. Das heißt, ich stelle jetzt hier, was weiß ich, 2 Gigabyte ein. Und Sie haben 10 Maschinen, dann brauchen Sie logischerweise auch 20 Gigabyte Arbeitsspeicher auf Ihrem Hypervisor verfügbar, damit Sie überhaupt diesen Assured Recovery Test dann durchführen können. Ja. So, und dann hier unten, hier ist es natürlich Vorsicht geboten, Network Settings, das heißt Connect Assured Recovery VM to the Network. Das würde dann bedeuten, wenn Sie diesen Haken setzen, verbindet er das auch mit dem echten Netzwerk. Das braucht man eigentlich nur dann, wenn man so einen Wiederherstellungstest vielleicht nur dann durchführen kann, wenn die Maschine vielleicht nicht ohne eine andere Serverkomponente in Ihrem Netzwerk gestartet werden kann dann halt. Ne? Ansonsten für die reinen Wiederherstellungstests, den wir sozusagen von ArcSurf mit Bordmitteln durchführen, da starten wir diese Maschine ja an, schauen, ob die erreichbar ist, fahren die wieder runter, degristieren die vom Hypervisor. Dafür brauchen wir diese Netzwerkzuordnung dann halt nicht. Das braucht man eigentlich nur dann später, wenn Sie vielleicht innerhalb der virtuellen Maschine vielleicht noch per Skript oder ähnliches überprüfen möchten, ob irgendein Datenbankdienst läuft oder irgendwas anderes dann halt, ja, dann kann es manchmal sinnvoll sein, das dann zu diesem Netzwerk zu verbinden. Aber hier, wenn ich diesen Haken setze, ne, hier gibt es dann auch gleich eine Meldung dazu, sollten Sie dann hier auch vielleicht mehrere Netzwerke haben, sodass Sie keine Namenskollisionen oder so ähnliches dann in dem Netzwerk dann haben. Also wie gesagt, ich check das Ganze hier mal ab und scroll dann mal wieder nach oben und kann dann hier in dem Schedule-Bereich dann auch sagen, wann das Ganze dann laufen soll. Und zwar ist es ja immer so bei UDP, wenn der erste Task hier oben abgeschlossen ist,
dann würde er sozusagen automatisch danach diesen Assured Recovery Test dann halt fahren. Und das würde ja bedeuten, er liest ja sozusagen aus dem Data Store dann die komplette Maschine ab und würde diese dann anbooten, was entsprechenden Traffic auf dem Backup-Server ja dann verursachen würde. Und jetzt kann es ja vielleicht sein, dass Sie noch andere Backups haben, die sozusagen vielleicht gerade noch in den, die noch laufen, ne? Und sozusagen auch Traffic, schreibenden Traffic sozusagen dann erzeugen. Und deswegen kann es sinnvoll sein, hier einfach dann einen Task hinzuzufügen und sagen, okay, meine Backups, die sind in der Regel vielleicht morgens um 2 irgendwann fertig. Und dann kann ich hergehen und sagen, mach mir bitte diesen Assured Recovery Test in diesem Zeitraum jetzt hier, ne? Von morgens um 3 bis, was weiß ich, morgens um 8 beispielsweise. Ja? Und so kann ich dann hier den Zeitraum dann einschränken, wann diese Wiederherstellungstests dann laufen. Ja. In meinem Beispiel mache ich das heute mal nicht. Wir wollen, dass es natürlich, dass es gleich losläuft. So, und in dem Advanced-Bereich kann ich hier einstellen, die Heartbeat-Properties. Was bedeutet das? Also diese 600 Sekunden, so lange geben wir dieser Instant-VM, die wir erzeugen, dann Zeit, um diese zu erreichen. Das heißt, wir booten diese ja an. Die Maschine fährt ganz normal hoch, bekommt eine IP-Adresse von ihrem DHCP-Server vielleicht zugeteilt. Das merken wir und versuchen diese Maschine dann zu erreichen. Und schaffen wir das nicht innerhalb von 600 Sekunden, dann würden wir diesen Assured Recovery Test als fehlgeschlagen dann auch kennzeichnen. Jetzt kann es sein, wenn Sie vielleicht nicht so sehr performante Hardware haben oder ähnliches, kann es manchmal sinnvoll sein, diesen Wert zu erhöhen. Etwas. Dafür gibt es halt diese Checkbox ganz einfach hier. Und die Frequency, das bedeutet ganz einfach, wie oft, in was für den Abständen sollen wir probieren, diese Maschine zu erreichen. Und das steht hier standardmäßig auf 5 Sekunden. Das heißt, alle 5 Sekunden würden wir versuchen, halt diese Maschine dann anzupingen. In diesem Custom Command Location, da können Sie dann Skripte mit einbinden, wenn Sie, ich hatte es vorhin schon gesagt, wenn Sie innerhalb der Maschine vielleicht noch ja, irgendwelche Anwendungen oder Services überprüfen möchten, ob diese entsprechend dann laufen. Und das Gleiche gilt es halt auch für die Linux-Umgebung. Sowie können Sie hier unten dann auch E-Mail-Alerts konfigurieren und sagen, ob Sie per E-Mail benachrichtigt werden möchten, ob wenn dieser Job dann halt fehlgeschlagen ist oder nicht. Gut soweit. Ja, und dann speichern wir das Ganze mal ab. So, und jetzt ist es so, jetzt kann man natürlich warten, bis der letzte oder bis das nächste Backup dann halt läuft. Dann würde es entsprechend mit antriggern. Oder es gibt halt auch die Möglichkeit, dass Sie so einen Assured Recovery Test dann einfach ad hoc starten, ne? Und das würde ich jetzt auch einfach mal machen. Und lassen wir eben nochmal den Plan aktualisieren. So, und dann kann man hier mit der rechten Maustaste raufgehen und sagen, Run Assured Recovery Test Now. Und dann würde das immer für alle, wie gesagt, für alle Maschinen, die sich innerhalb dieses Plans befinden, dann sofort ausführen. Ich würde das hier immer antriggern und dann einfach OK sagen. So, das ist natürlich, dauert natürlich ein bisschen hier auf meinem, das Ganze läuft auf meinem Laptop hier, deswegen ist es immer ein bisschen verzögert. Oder Sie können auch Folgendes machen, wenn Sie jetzt, keine Ahnung, 20 Maschinen in Ihrem Backup-Plan drin haben und Sie möchten das nicht gleich für alle starten, dann können Sie hier oben auch in die Notliste reingehen
und können zum Beispiel sagen, ich habe hier eine Maschine und dann kann man auch einzeln auf diese Maschine raufklicken und sagen hier unten Run Assured Recovery Test Now. Ne? Und dann führt er das nur für diese Maschine halt einzeln aus. Ansonsten kann man hier oben in der Jobliste das Ganze beobachten, dass er diesen Assured Recovery Test dann durchführt. Und man kann das auch sehen. Jetzt müssen wir hier mal dieses Fenster wegklappen. Oh, ich hole den hier mal ein bisschen nach unten. So. Habe ich nicht meine VMware-Umgebung schon aufgemacht? So. Und jetzt mal aktualisieren hier. Da kann man das auch so ein bisschen beobachten. Ja? Das heißt also für Linux-Maschinen. Dann mountet er hier so einen ArcSoft-Router rein sozusagen. Und für Windows-Maschinen, die sieht man hier direkt dann auftauchen in dieser Liste und da führt er dann diesen Assured Recovery-Test dann halt entsprechend durch. Ja, also das kann man dann hier beobachten. Das dauert einen Moment, bis das Ganze halt fertiggestellt wird. Und jetzt können wir auch mal sehen, ob das denn erfolgreich läuft oder nicht erfolgreich läuft. Das sehen wir dann nachher gleich in den Reports dann halt sehen können. Ja. Gut soweit. Ansonsten gehen wir mal weiter. Und ich hatte Ihnen ja gesagt, es gibt noch eine weitere Möglichkeit, Assured Recovery Test durchzuführen. Und zwar das in Form von einer virtuellen Dist. Und das mache ich hier einfach mal mit meinem SQL Server. Diesen Test für virtuelle Dist, das unterstützen wir ausschließlich für Windows-Systeme. Und deswegen, das mache ich hier mal mit meinem SQL Server. Das ist eine Windows 2019 Maschine an dieser Stelle. Und die Vorgehensweise ist hier die gleiche. Das heißt, ich füge hier einen weiteren Task hinzu, sage Assured Recovery Test. Und jetzt sehen Sie hier habe ich eine Replizierung mit eingerichtet. Das heißt, hier kann ich dann noch einstellen, von wo soll er dann diesen Assured Recovery Test dann starten. Und ich nehme auch mal wieder den ersten Backup Server und sage, er soll mal den letzten testen. Und jetzt wähle ich hier bei Test Settings dann Instant Virtual Dist aus und muss ihm dann wieder mitgeben, von welchem Proxy-Server das machen soll. Das heißt, das ist hier mein erster Backup-Server. Und ich muss ihm einmal mitgeben, auch das Cache-Verzeichnis, wo ich das Ganze dann, ja, dann die Cache-Dateien halt einfach zwischenspeichern möchte. Die weitere Vorgehensweise hier sind weniger Konfigurationsarbeiten natürlich dann zu tätigen als bei dem Instant VM. Aber den Schedule-Bereich kann ich genauso einstellen, sowie auch in dem Advanced-Bereich gibt es hier zwei Checkpoints. Und das will ich kurz nochmal erklären. Das heißt, dieses Verify-File-System, da wird einfach nur bei verglichen, ob die Datenträgergröße mit dem, was wir im Backup reingeschrieben haben, übereinstimmt. Wenn Sie gerne auch die Datenblöcke überprüfen möchten, und das würde ich ja auch mal empfehlen, würde ich immer diese Checkbox noch mit reinmachen, dass er dann einen Checktest sozusagen über diese Virtual Disk dann halt durchführt. Das heißt, da wird dann geguckt, ob alle die Datenblöcke auch noch lesbar sind. Das heißt, das finde ich auch mal ganz sinnvoll, weil so würde es auch mal auffallen, wenn Sie mal vielleicht ein Storage haben, was vielleicht auf dem Weg zum Sterben ist, würde das so auffallen, wenn sozusagen das da irgendwelche Inkonsistenzen oder irgendwie sowas auftreten sollte, würde durch dieses Check-Diskommand dann entsprechend dann auffallen. Gut, und dann speichern wir das Ganze mal ab. So, und dann kann ich das hier auch wieder dann, ich trigger das einfach mal manuell an und lasse Ihnen diesen Assured Recovery Test dann auch mal für den SQL Server dann ausführen. Und das kann man, ja, auch man kann das auch ein bisschen beobachten, ne? Und zwar hier in der Jobliste natürlich wird das nachher gleich auftauchen. Und wenn man was mal sehen möchte, gibt es hier auch in dem Cache-Verzeichnis, was ich angegeben habe, wird er Ihnen dann auch so einen Ordner hier rein mounten und dann kann man hier diese
virtuell Disk sozusagen dann kurzzeitig dann hier sehen. Den wird er dann aber im Nachgang dann wieder wegnehmen, sofern das, sobald dieser Job dann halt fertig ist. Ja, also hier sieht man das dann einmal, dass er das dann reingemountet hat von den Laufwerken hier, und man kann das auch dann in unserem Jobmonitor dann ganz einfach hier beobachten. Gut soweit. Des Weiteren unterstützen wir auch diese Short Recovery Tests natürlich für Shares. Das heißt, wenn Sie irgendwo einen NAS-Server gerne überprüfen möchten, da können Sie natürlich lediglich diese Instant Virtual Disk natürlich dann verwenden. Da gibt es das mit dem Instant VM natürlich nicht. Und da kann ich dann auch einfach so einen Short Recovery Test dann hinzufügen. Die Vorgehensweise ist dann die gleiche, nur hier sieht man schon direkt, ist der andere Menüpunkt dann auch direkt dann ausgegraut an der Stelle. Ja. Und das Gleiche gilt auch für Office 365 Sicherung. Die können Sie auch so auf Wiederherstellbarkeit dann überprüfen lassen. Gut, eine Sache wollte ich noch darauf hinweisen, und zwar ist das ganze Reporting an der Stelle. Man kann ja hier in diesem Advanced Tab dann immer hergehen und sagen, ich möchte mich per E-Mail benachrichtigen lassen, wenn es vielleicht fehlgeschlagen ist. Dann wird Ihnen aber immer für jeden Node, wo das mal fehlsteht, kriegen Sie eine einzelne E-Mail zugeschickt dann anstelle. Das ist eine Möglichkeit. Die weitere Möglichkeit, die Sie haben, ist, Sie können hier einfach oben in die Reports reingehen, und man kann hier oben, wenn man diesen Menüpunkt runterklappt, taucht hier so ein E-Mail-Symbol auf. Und dann geht man hier auf Neu. Nehme das hier mal Short Recovery Test vielleicht. Und dann können Sie hier einstellen und sagen, ich möchte gerne, was weiß ich, PDF, HTML, CSV, was auch immer, alles können Sie dann auswählen, was für eine Art Attachment Sie für diesen Report dann gerne hätten. Und dann gibt es hier als Report-Typ den sogenannten Recovery Time Objective Report. Ja, und das ist das Schöne daran, man kann sich den dann, was weiß ich, einmal am Tag zuschicken lassen oder einmal am Wochenende beispielsweise, und bekommt dann in einer gesamten Übersicht einmal mal dargestellt, ob das jetzt erfolgreich war oder ob es nicht erfolgreich war, in einer Liste dargestellt. Und das kann man hier sich dann per E-Mail zuschicken lassen. Man kann aber auch in diesen Recovery Time Objective Report einfach so reinspringen, und er zeigt Ihnen das dann sozusagen live dann an. Das heißt, hier unten gibt es eine Liste an ihren Maschinen, und ich habe jetzt nicht für alle meine Maschinen so einen Short Recovery Test eingerichtet, aber hier zum Beispiel für meinen SQL Server, da sieht man dann, ob das erfolgreich war. Und wenn Sie diese SLA-Profile eingerichtet haben, dann zeigt er Ihnen auch an, ob das innerhalb der SLAs dann ja, erfolgreich gewesen ist dann halt, ne? Zum Beispiel hier unten hat es auch mal 8 Minuten gedauert oder da mal 9. Das kann man dann hier in dieser Liste dann entsprechend nachvollziehen. Oder man kann sich das per E-Mail schicken lassen, und ich habe das schon mal vorbereitet. Das Ganze sieht dann so aus. Ja, da kriegen Sie dann diesen Report ganz einfach dann in dieser Form per E-Mail geschickt. Man kann da auch das als Anlage, als CSV oder PDF zuschicken. Das hatte ich Ihnen ja eben noch gezeigt. Und hier sieht man dann auch mal diesen SLA-Profilnamen, welchen man dann eingestellt hat und wie lange das Ganze gedauert hat. Und irgendwo ist es auch mal fehlgeschlagen, hier unten zum Beispiel, ne? Das zeigt er Ihnen dann in diesen Reports dann auch entsprechend so an. Gut. Und was ich auch noch zeigen wollte, und zwar, wenn Sie hier auf dem Dashboard drauf sind, dann zeigt er Ihnen ja hier diese Balkendiagramme an, und man kann da auch interaktiv dann draufklicken, und er bringt Ihnen dann direkt diesen Report dann hier in der Ansicht dann, wird es dann dargestellt. Alles das, was grau ist, das wird aktuell noch nicht getestet. Was grün ist, war erfolgreich, und was gelb, da gab es irgendwo ein Problem oder ist nicht getroffen, sagen wir so, ne? Gut soweit. Ja, soweit eigentlich die Konfiguration und Einstellung zu dem Short Recovery Test. Und jetzt springe ich mal zurück zu meiner
Präsentation. Und so, dann war ich noch mal so nett gewesen und habe noch mal unsere Dokumentation alle durchgesucht. Und zwar habe ich Ihnen dann noch mal ein paar Links mit reingepackt, die, denke ich, ganz hilfreich sind. Und zwar so typische Fehler, die manchmal auftreten, zum Beispiel, wenn Sie in der VMware-Umgebung arbeiten und möchten zum Beispiel Instant VM Recovery durchführen oder auch diese Assured Recovery Tests. Ganz klassischer Fehler ist, NFS-Rolle ist auf dem Backup-Server nicht installiert, was eine Voraussetzung beispielsweise ist. Oder wenn Sie es unter Hyper-V machen, dass die UAC beispielsweise sozusagen diesen Remote-Aufruf blockiert. Und viele andere Fehler, die halt auftreten können, die sind in diesen Links drin. Und ich habe Ihnen die hier mal reingelinkt in die Dokumentation oder in die Präsentation. Die können sich aus dem Handout als PDF-Dokument herunterladen. Und da sind, denke ich, ganz hilfreiche Artikel dann drin, die auch bei der Einrichtung und auch beim ja, letztendlich bei der Fehlerbehebung, denke ich, dann hier weiterhelfen können. Gut soweit. Ansonsten, bevor ich gleich zu Ihren Fragen komme, hier nochmal der Hinweis auf unsere kommenden Veranstaltungen. Können Sie sich natürlich jederzeit so anmelden, auch über unsere deutsche ArcSurf-Webseite. Und wie immer habe ich nochmal einen Poll für Sie vorbereitet, den ich gerne launchen möchte. Da, wie immer, heißt, möchten Sie von uns kontaktiert werden, um weitere Informationen zu diesem Webinar zu erhalten? Da können Sie da jetzt abstimmen und auf Ja oder Nein klicken. Und ich würde Ihnen da mal so eine halbe Minute Zeit geben, um da mal für zu voten. Okay, dann danke soweit für das Feedback. An der Stelle würde ich den Poll auch mal schließen. Und dann kommen wir mal zu Ihren Fragen, die da alle aufgelaufen sind im Moment. Okay. So, dann gibt es noch eine Frage zur Aufzeichnung. Das hatte ich, glaube ich, anfangs erzählt. Das Webinar wird aufgezeichnet und Ihnen als Link zur Verfügung gestellt, in der Regel 1, 2 Tage später. Ja. So, dann noch eine Frage. Wieso braucht man DHCP-Einstellungen oder in diese Richtung? Ja, ganz einfach. Wir müssen ja versuchen, diese Maschine dann zu erreichen und schauen, ob die auch hochfährt. Das heißt, wir pingen diese Maschine von dem Backup-Server dann entsprechend an. Und man kann diese DHCP-Einstellung auch weglassen, aber da muss man halt manuell eine entsprechende Adresse dann halt zuweisen an der Stelle. Ja. Gut, dann gibt es noch eine Frage, ob es Skriptvorlagen gibt für diese individuellen Tests. Die gibt es meines Wissens nicht. Das ist immer individuell, muss das entsprechend dann programmiert werden. So, dann gibt es noch eine Frage, da geht es um Möglichkeiten auf Reports abzufragen. Per E-Mail ist es keine Option. Also, es gibt ja die Möglichkeit, auf UDP per API drauf zuzugreifen, beispielsweise, oder auch per PowerShell-Command kann man drauf zugreifen. Oder es gibt auch die Möglichkeit für allejenigen, die es noch nicht kennen, sie können auch die UDP, das Activity Log ganz einfach in das Windows Event Log mit integrieren. Dafür haben wir einen Knowledge Base Artikel, wenn Sie mal auf support.arcsoft.com gehen. Da ist es beschrieben, wie man sozusagen das Activity Log in das Windows Event Log mit implementiert. Und wenn Sie dann beispielsweise eine Monitoring-Software einsetzen, die meisten Monitoring-Softwaren, die können ja auf das Windows Event Log auch zugreifen, können Sie es von dort aus dann ganz einfach abfragen. Ja, das ist halt auch noch eine Variante. So.
Das ist noch eine Frage, wie wird nach dem Durchlauf dieser Assured Recovery Test, wie wird dieser VM-Host sozusagen bereinigt? Also, das läuft ja so ab, wir registrieren diese Maschine ja sozusagen auf diesem Host. Das heißt, die haben Sie ja gesehen, in meinem ESX-Host taucht die entsprechend auf. Und diese Maschine wird dann ganz einfach, wenn der Assured Recovery Test abgeschlossen ist oder auch erfolgreich oder nicht erfolgreich abgeschlossen ist, wird sozusagen diese Maschine erstmal heruntergefahren und dann von dem Hypervisor entsprechend entfernt wieder. Das heißt also, Sie finden, also die Maschine taucht auch dann nicht mehr in der Liste oder ähnliches dann auf dem Hypervisor-System auf. So, und da hat jemand geschrieben, der hat das schon mal verwendet und hat das Ganze mit dem Virtual Dist ausprobiert und bekommt entsprechend Fehlermeldungen. Was ist dann entsprechend dazu tun oder was kann man tun? An erster Stelle würde ich natürlich immer das Quellsystem erst einmal überprüfen, ob es da vielleicht irgendwelche Probleme mit dem Festplattensystem gibt, ne? Wenn irgendwelche Datenblöcke halt nicht gelesen werden können, ne? Des Weiteren würde ich natürlich auch den Backup-Server prüfen. Das kann natürlich auch eine Möglichkeit sein. Es muss nicht immer das Quellsystem sein, was kaputt ist. Es kann auch das System sein, da wo Ihr Datastore drauf liegt, das Festplattenlaufwerk, dass das auch eine Beschädigung sozusagen halt hat. Ja? Und wenn beides nicht der Fall ist, würde ich auf jeden Fall eine Überprüfungssicherung starten, um diesen Fehler weiter zu untersuchen. Tritt der Fehler weiterhin auf, würde ich dann auch hier an der Stelle mit dem Axof Support arbeiten und das im Detail dann zu untersuchen. Ja. Okay, dann gab es noch mal eine Frage, immer noch mal zu diesem DHCP. Also natürlich braucht die Maschine in irgendeiner Form eine IP-Adresse, so dass wir die auch dann erreichen können. Ne? Was wir nicht machen, wir verbinden die zu einem eigenen internen Netzwerk, um entsprechende Kommunikation aufzubauen. Da gab es jetzt in dem Chat hin und wieder mal Fragen, warum muss das Netzwerk verbunden sein, obwohl wir es eigentlich dann nachher doch nicht verbinden dann halt. Das muss man einmal so sehen. Es gibt einmal die Möglichkeit, das zu Ihrem echten Netzwerk sozusagen zu verbinden und oder zu einem ja, internen Netzwerk, was wir letztendlich dann verwenden, um diese Maschine dann halt zu erreichen, was keine Verbindung dann zu ihrem, ich sag mal so, echten Netzwerk hat, damit es keine Kollision oder in irgendwelcher Form dann halt auftritt. So, und dann noch eine Frage, gibt es eine Doku zu der API, respektive PowerShell, zu der PowerShell-Doku? Ja, das ist in unserem UDP-Handbuch beschrieben und die API-Dokumentation können Sie über den Support dann anfragen. So, und dann noch eine Frage, startet der Assured Recovery Test immer nach der Katalogerstellung? Nein, der startet immer, nachdem das Backup fertiggestellt ist. So, und noch eine Frage, muss der Quellserver immer eine physische Server sein oder kann es auch eine Hyper-V-Maschine sein? Ja, das ist eigentlich völlig egal. Sie können hergehen und sowohl virtuelle Maschinen als auch physikalische Maschinen auf Wiederherstellbarkeit überprüfen lassen. Und Sie können auch diese Wiederherstellbarkeit hyperweise übergreifend durchführen. Das heißt also, wenn Sie jetzt beispielsweise unsere Arcsoft UDP Appliance verwenden, die basiert ja auf Windows Server 2019 und bringt das Hyper-V dann halt mit. Ja? Und jetzt haben Sie aber vielleicht in Ihrem eigenen Netzwerk aber VMware dann halt. Ja? Man kann das so machen. Sie können agentenlos sichern und auch Ihre Maschinen auf Wiederherstellbarkeit beispielsweise auf unser Arcsoft UDP Appliance dann auf dem Hyper-V-System dann hochfahren lassen. Dadurch, dass UDP diese, wie sag mal so, diese Cross-Hypervisor-Migration mitbringt, können wir das entsprechend so auch mit supporten. Ja. Okay.
Gut soweit. Ich hoffe, ich habe jetzt soweit nichts übersehen. Sollte es irgendwie noch Fragen geben oder Sie schauen sich die Aufzeichnung vielleicht im Nachhinein an, können Sie mir gerne im Nachgang eine E-Mail schreiben an dennis.rotsch@arcsoft.com. Und ansonsten ja, bedanke ich mich bei Ihnen allen und ja, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und bis zur nächsten Woche. Ciao.